Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac After Birth. In der letzten Folge haben wir mit Isaac ganz normal Hard-Modus gespielt, also wir haben Zufall genommen, haben aber Isaac bekommen, wollten Hush besiegen, haben es allerdings nicht geschafft, aber trotzdem den Winspec hochgehalten, das finde ich ganz schön. 4 ist für mich, glaube ich, noch relativ hoch. Heute machen wir auf jeden Fall erstmal wieder eine Challenge und zwar wurde sich ja gewünscht die Eye-Wool Challenge, da letztes Mal die Brain Challenge kam. Also, Eye-Wool Challenge. Mal gucken, wie die so wird. Mal gucken, was haben wir denn überhaupt? Wir haben auf jeden Fall das Schlüsselschwert. Dann haben wir noch die beiden Schlüsselkeys, so wie es scheint. Heißt also, wir müssen höchstwahrscheinlich bis zum Mega-Satan kommen. Dann haben wir noch das Trinity-Schild, heißt es, glaube ich. Und eine Leiter. Oh, wir haben auch noch eine Leiter, ist auch sehr schön. Und Mom's Knife, genau. Das ist das Schlüsselschwert. Und einen Boomerang. Okay, wir haben auch noch einen Boomerang, cool. Und genau, hier... Da steht, da ist ein Brimston an der Seite, wenn ihr das seht, dieses Symbol. Und das bedeutet, bis wo man hin muss. Und dieses Brimston-Symbol ist, glaube ich, der Mega-Satan. Sonst würden ja irgendwie die Schlüssel, die wir haben, keinen Sinn ergeben, oder? Ich glaube schon. So, auf jeden Fall sind wir recht OP. Und wir sind hier der Regelmacher. Wir der Regelmacher. Kann also nicht allzu schwer werden. Wollen, weil wir halt... Oh, okay, das war schlecht. Weil wir halt die ganzen Projektile abwehren. Mit dem Schild quasi. Und dazu noch sehr viel Schaden machen mit unserem Schlüsselschwert. Ist eigentlich ganz cool. Finde ich ganz nett. So, es gibt natürlich keine goldenen Räume. Das heißt, wir müssen unsere Items, wenn wir denn welche haben wollen, aus goldenen Kisten holen. Oder aber von Devil Deals. Oder halt, wer sind die anderen Deals? Angel Deals. Genau, so hießen die. Engel und Teufel. Ja, ja. So, oh, da wurde ich getroffen. Verdammt. Egal. So, und das können wir, glaube ich, ganz gut machen. Okay, das war nicht so gut. Oh, Kacke. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich werde die einfach... Oh, fuck. Ich werde die einfach stunnen und dann werde ich sie töten. Aber irgendwie hat das gerade nicht so ganz gut geklappt. Aber da ist noch die erste Ebene, war es das nicht so ganz schlimm. Was kriegen wir? Question marks. Speeddown. Okay, Smaller ist ganz gut. Das ist auch okay. Die haben wir freigeschaltet mit einer anderen Challenge. Auch sehr cool. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal in den Stachelraum, weil da kriegt man ja auch Items her. Vor allem in den Challenges ist das, glaube ich, wichtig. Dann haben wir zwar nur noch 1,5 Leben, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, damit können wir leben. So, Shop wird sich überhaupt nicht lohnen. Wir haben nämlich keine Münzen. Und deswegen schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch irgendein Herz. Paralyse, okay. Bitte sei was Gutes. Oh nein, wir sind wieder normal groß. Oh nee. Gut, hat also gar nichts gebracht. Da wir uns aber so viel Zeit lassen können, wie wir wollen, lassen wir uns auch so viel Zeit, wie wir wollen. Und kriegen zumindest ein Lebensakkord dadurch. Haha. Okay. Gar nicht mal so kacke. Und anscheinend haben wir Curse of the Maze. Oh Gott. Aber das haben wir dann eben erst bekommen, oder? Ich glaube schon. Weiß ich allerdings nicht. Durch die Question Marks Pille. Oder ist die Question Marks Pille einfach nur, dass man diese Projektile über sich selber hat? Kann natürlich auch sein. Oder dass irgendein Curse kommt. So, okay, dann sind wir hier erstmal durch. In der nächsten Ebene dürfen wir keine Leben verlieren. Das wäre schön, dann würden wir nämlich einen Devil Deal bekommen. Und ein Devil Deal wäre ganz cool. Ich glaube, ich mag Devil Deals. So, das machen wir auf jeden Fall. Denn den Dingern kann ja auch immer was Schönes drin sein. Und zwar nicht nur Spinnen, auch wenn sich Spinnen da sehr gerne aufhalten, wie es mir scheint. Guck, eine Münze, das hat sich doch schon gelohnt. Sehr gut. So, mein Problem ist halt, ich denke, ich bin überstark mit diesem Schild. Und gehe deswegen... Was war das denn? Warum war das so schwarz? Gehe deswegen ganz nah an die Gegner ran. Weil ich auch noch mein Messer hier habe. Und aus diesem Grund werde ich öfters getroffen, als ich eigentlich will. Ja, ja. Das Leben des Dizzy. Oh, wir haben 16 Münzen. Wir können auf jeden Fall in den Shop gehen. Stimmt, da war eben ein Dime sogar dabei, ne? Dann sind wir jetzt richtig reich. Reich sind wir, Leute, reich. Und den goldenen Schlüssel. Okay, perfekt. Wir können überall rein und alles öffnen. Ich hoffe, wir kriegen auch irgendwas. Genau. Und was man sonst noch freischalten würde in dieser Challenge... ist der Pokerchip. Mann, was ist denn los hier heute? Der Pokerchip auf jeden Fall. Den hatten wir auch schon mal als Trinket. Das ist nämlich ein Trinket, so ein Alles-oder-nichts-Trinket quasi. Ich hätte gerne... komm. Ach, fuck, das war Schlüssel. Verdammt.
Genau, Pokership. Der macht, dass in einer Kiste entweder doppelt so viel drin ist oder halt noch mehr quasi, nicht doppelt so viel. Oder mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit gar nichts drin ist. Von daher eigentlich ein cooles Item, kann aber auch blöd sein. So, Two of Spades. Noch mehr Schlüssel. Machen wir auf jeden Fall das Teil hier noch und den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Jo, gut, ne? Den gehen wir kurz in den Shop, wo auch immer der sein mag. Ach, wir waren eben im Shop. Hä, was wollte ich denn? Da war ein blauer Stein. Ah, deswegen wollte ich nochmal zurück. Genau. So, was haben wir hier? Two of Diamonds. Okay, behalten wir erstmal. Und machen hier aber auf jeden Fall den blauen Stein kaputt. Ein blaues Herz, okay. Die ist jetzt nicht gelohnt. Mehr brauchen wir in dieser Ebene eigentlich nicht. Wir haben nämlich den Shop schon gehabt. Okay, das ist jetzt ein blöder Bosch. Aber selbst den schaffen wir. Sobald die Geister tot sind und uns keinen Schaden gemacht. Nein, wieso hast du mir Schaden gemacht? Aber wir haben blaues Herz. Okay, also wir haben immer noch die Chance auf dem Devil Room. Die Chance darauf ist noch nicht verschwunden. Oh, okay, jetzt ist sie gleich weg. So, okay, das funktioniert. Ah, fuck! Krieg ich bitte... Nein! Wieso laufe ich einfach gegen ihn gegen? Ich sag's ja. Ich fühle mich zu sicher mit diesem Schild. Ah, fuck. Nein, okay, egal. So, nehmen wir das. Dafür haben wir aber ein paar Bomben. Und die werde ich hier auch einsetzen. Eventuell kriegen wir was, aber nö. Nö, dann halt nicht. Wer braucht schon Bomben? Also ich nicht. Nicht für die Iwool Challenge. Ich regel das. Keine Sorge, Leute, ich regel das. Okay, Schlüssel haben wir auf jeden Fall genug. Two of Diamonds haben wir auch noch. Das heißt, wir können gleich nochmal unser ganzes Geld verdoppeln, sobald wir den nächsten Shop gefunden haben. So. Und sonst... Wie ist das hier? Alice gets tool. Was ist sonst noch so passiert? Ich war heute beim Friseur. Und die gute Jasmin, so hieß die Friseurin, die war ganz nett. Und hat meine Haare aber viel zu kurz geschnitten. Leider. Aber egal. Sind meine Haare leider nicht mehr so fluffig wie vorher. Oh, sind sie kurz und nicht fluffig. Hey. Naja, machst du nix. So. Aber die wachsen ja wieder nach, zum Glück. Ach stimmt, wir haben ja... Oh, wir haben hier eine Leiter, haben wir. Und wir haben irgendwie die ganze Zeit Curves of the Maze oder sowas. Okay, fängt das Schild tatsächlich alle Projektile ab, wenn man in die Richtung guckt? Das wäre ja dann krass OP irgendwie. Okay. Das wäre echt krass. Guck mal, da haben wir schon die Boost. Wir gehen da... Fick dich. Wir gehen davor aber auf jeden Fall noch in den Shop rein. Oder? Ne, gehen wir nicht. Wir gehen jetzt erst zum Boss. Wir gehen jetzt erst zum Boss. Gertie Junior, okay. Sei mal kurz gestunt. Dann mache ich dir ein bisschen Schaden. Na, du Bastard. Sei gestunt, gefälligst. Ich will dich doch nur töten. Naja, wenigstens Leben. Blub, blub. Men, no, Wien, fröhlich. Ich krieg hier keine Devil Rooms, weil ich immer getroffen werde. Oh, eine Münze. Die ist quasi so viel wert wie zwei Münzen. Oh. Die können wir sogar mit dem Dings hier holen. Naja. Los, weiter. Ich brauche die alle. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. La 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 la. Aber wenn wir sie so umsonst bekommen, dann mache ich das gerne. Vor allem ist jeder dieser Münzen zwei Münzen wert. Dank Two of Diamonds. Budup. Budup. Und jetzt machen wir mal was ganz Riskantes. Wir schießen das von der rechten Seite ab. Oh, und jetzt nochmal von oben. Oh, oh, oh. Ob das was wert? Oh, geschafft. Geil. Okay. Ach ja. So, da ist noch eine Münze. Okay, wir haben auf jeden Fall richtig viel Geld. Aber so richtig viel Geld. So. Noch ein blaues Leben für wenigstens die nächste Ebene. Wenn wir dann ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir eventuell sogar mal einen Devil Boom. Dann haben wir auf jeden Fall den Shop. Wir können ja hier einfach mal durchlaufen. Kann uns ja eh alles wehtun. Hey, ich lauf dir mal gegen. Okay.
Was war da? Eine Pille. Paralyse. Ja, cool. Eine Paralysepille. Alles klar. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich setze einfach mal Two of Diamonds ein. Achso, das war diese Triple Chance, ne? Genau. Wir können das jetzt aus drei Item-Sachen aussuchen. Was ist das Schönes? Mom's Box. What's inside? Ja, das wüsste ich auch gerne. Was haben wir hier? Noch eine Joker-Karte. Okay. Ja, wir gucken einmal in die Box rein. Endless Nameless. Ist das nicht dieses, dass das dann auf der anderen Seite wieder rauskommt? War das das? Bin ich mir ein bisschen unsicher, aber ich glaube, das war das. Oder war das ein Item, dass man das konnte? Was macht denn dann dieses Endless Teil-Dingsbums? Egal. Kriegen wir dann ein paar Trinkets dadurch? Hätte ich nichts gegen, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal. Ja, da kommen Trinkets raus. Okay, cool. Ist cool. Ist cool, ist cool. Ich setze mal die Joker-Karte ein. Okay. Nehme ich mit. Contract from Below. Finde ich ganz geil. Kriegen sogar noch ein Lebensupgrade. Dann passt das ja. Dann passt das soweit. Nehmen wir das Leben noch mit, das wir nicht können. Und ab in die vierte Ebene. Nach 10 Minuten gerade mal. Naja, wir sind aber auch OP von Anfang an schon gewesen hier. Was haben wir da Schönes? Hoho. Cricket's Head, na? Alles gut bei dir. Hast deinen Körper verloren, hä? Das tut mir leid. Den finden wir vielleicht auch noch. Okay, unser Schaden ist gar nicht mal so hoch. Warum ist unsere Reichweite so hoch? Macht unser Twinket, dass das alles viel weiter fliegt, oder was? Kommt mir so vor. Guckt euch das mal an. Oder kommt er aus der anderen Seite wieder raus? Nee. Aber er fliegt sauweit. Ich lade kaum auf und der fliegt sauweit. Okay, cool. Habe ich nicht wirklich was gegen. Los, lauf in die Klinge des Todes. Was habe ich sonst noch so gemacht? Ich habe gestern meine DS-Spiele mal aufgeräumt. Also sortiert, weil ich die früher immer in irgendwelche komischen Schachteln reingetan habe, wo die gar nicht reingehört und so. Und dann habe ich die gestern mal sortiert, weil ich Animal Crossing gesucht habe. Und die Bilanz davon war, dass ich 7 DS-Spiele noch habe, ohne Hülle. Immer noch. Und ich habe Animal Crossing nicht wiedergefunden. Erst. Und dann doch. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Das war dann in meinem Pokémon XY-Dingensbums drin. Ja. Dann habe ich noch mein Mii gestern angepasst. Und jetzt will ich Animal Crossing spielen. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das erzähle. Ich habe einfach nichts zu erzählen gerade. Also erzähle ich irgendein Bullshit. Das ist toll, oder? So, egal. Haben wir erstmal Greed besiegt. Und kriegen gleich nochmal ein neues Trinket. Ich wüsste gerne, was unser Dickdarm-Dingsbums hier macht. Unser Trinket, das wir gerade haben. Kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben? Das wäre lieb. Na, was kriegen wir jetzt? Oh, Challenge-Up. Challenge-Up ist auch so eine Sache. Aber ich warte nochmal auf ein besseres Trinket. Wie zum Beispiel das Kackhäuschen-Trinket oder... Was wird uns sonst noch helfen? Vieles? Irgendein besseres Trinket wäre schon schön. So. Aber ich wundere mich, warum unser Schlüsselschwert die ganze Zeit so weit geht. Aua. Okay, das hat weh. Jetzt haben wir wieder rotes Leben verloren. Verdammt. Wir brauchen mal einen Devil Deal. Aber wir haben eben einen Devil Deal bekommen und auch angenommen. Von daher ist die Chance doch jetzt höher. Na cool, zweimal infested, nicht schlecht. Ja, nehmen wir mal mit. Dann ist die Chance doch jetzt höher, dass wir einen Devil Deal bekommen, oder nicht? Okay, Pyromaniac. Nette Sache. Ach, guck mal, wie cool wir aussehen. Das gefällt mir. Pyromaniac ist toll. Geilo. Einfach mal so richtig OP-Item bekommen. Lol. Jetzt sehen wir auf jeden Fall toll aus. Und haben ein geiles Fragezeichen auf dem Kopf. Wir sind Mysterio. Ja, das sind wir. So, was haben wir hier? Okay, cool. Da würde ich gerne ran. Was kriegen wir hier Schönes? Okay. Kann man mal machen. Sind auf jeden Fall Poison Tears. Das heißt, wir vergiften jetzt noch ein bisschen mit unserem Schwert, oder wie? Die wenigsten Gegner dürften so lange leben, dass wir sie vergiften könnten. Aber ist trotzdem schön. Hallo, Gerdi. Komm mal, ich kann sogar zu dir hin. Natürlich werde ich einmal getroffen. Dieses verdammte Spiel. Verdammt, heißt du Spiel. Wir kriegen einfach kein Devil Room. Weil ich immer ein rotes Herz verliere, mindestens. Arg. Ich bin ein Pirat, arg.
keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Unser Schaden geht gar nicht höher. Auf jeden Fall nur minimalistisch. Aber wir hier. Und so, aua. Wow. Ach ja, wir haben Pyromaniac. Hm. Explosionen geben uns Leben dazu. Den können wir jetzt noch nicht vernichten, oder was? Okay, das hätte ich auch mal früher wissen sollen. Ich glaube, den Gegner hatte ich schon ein paar Mal. Wieso wusste ich das nicht? So. Ach, du produzierst auch noch Sachen, ja? Nee. Safety Cap. Ja, doch, doch. Die nehmen wir mal. So. Das war ganz risky. Aber so richtig risky. Wir haben auch ganz viele Bomben. Wir könnten hier eigentlich mal was aufsprengen. Wir sind jetzt auch ein kleiner Terrorist. Wir sprengen hier alles auf. Magician. Dwarf Clubs. Setzen wir mal ein. Emperor ist auch eine schöne Karte. Und ich nehme mal das weiße Herz hier mit. Und wir sollten dann vielleicht nochmal in den Shop, gell? Ja, Shop wäre noch ganz schön. Also, wenn wir den Shop hier irgendwo finden würden, wenn du bald mal kommen würdest, Shop. Ha, du kannst mir gar nichts, ich krieg sogar Leben dazu. Blöde Explosionsviecher. Ich habe jahrelang trainiert, um Explosionen in mich aufzunehmen. Und heutzutage fresse ich die Explosion einfach auf und brauche sie zum Leben. Das war der Nachteil daran, an der Therapie. Zur Explosionsbereitschaft. Was? Haben wir dann beide? Hey, wir haben zwei Dice Sharps. Okay, was auch immer. Schon wieder? Hatten wir das nicht schon? Question Maxi. Wie cool der das immer sagt. Was kriegen wir hier? Question Maxi. Question Maxi. Ich mag die Stimme. Ich finde die süß. So, ah nein! Ich bin genauso ausgewichen, dass er mich noch trifft. Oh Gott, wir dürfen unser weißes Leben nicht verlieren. Das ist wichtig. Und vor allem dürfen wir diesmal kein rotes Leben verlieren. Damit wir nicht wieder kein Devil hier bekommen. Das ist auch wichtig. So, aber kann hier nicht mal irgendwo... Nein. Kann hier nicht mal irgendwo ein Shop sein? Oh, ganz viele blaue Herzen. Dies gefällt mir. Da ist auch noch einer drin. Ah, verdammt. Okay. Dann können wir hier nochmal aufsprengen. Eine Karte. Das ist Devil. Okay. Die Devil ist so cool. Was haben wir? Die Kiste mit Pandoras Box. Setzen wir einfach mal ein. Oh! Das wusste ich natürlich, dass es hier so viele blaue Herzen gab. So. Und mein Auge tut gerade weh. Ich habe zu wenig Schlaf. Ich muss mehr schlafen. Oh Gott. Das Problem ist, dass ich vor 11.30 Uhr nicht einschlafen kann. Davor würde ich mich die ganze Zeit nur im Bett walzen. Aber können einfach nicht einschlafen. Und deswegen gehe ich immer erst um 11.30 Uhr frühestens zu Bett. Und muss dann wegen meiner Arbeit um 5 Uhr aufstehen. Das ist ein bisschen doof. Apropos Arbeit, da habe ich heute den... wie heißt das? Die Lehne. Die Lehne von meinem Stuhl kaputt gemacht. Das hat dann ganz laut geklirrt auf dem Boden. Und dann kam mein Chef rein und hat ganz laut rumgeschrien. Arbeitsunfall, hat er geschrien und dann... War gar kein Arbeitsunfall. Und ich labe heute irgendwie nur Scheiße. Oh Gott. Was ist los mit mir? Ich glaube, ich relax hier zu viel. Na gut, was kriegen wir hier? Das sind blaue Herzen, gell? Wollen wir mal nicht. Wollen wir mal nicht mitnehmen. Aber ein Shop wäre noch ganz schön eigentlich. So einen Shop, da hätte ich nichts gegen. Du explodierst, macht mir aber nichts. Ich bin explosionsproven. Explosionsproof, aber... Ach, das ist gar keine Explosion, so ein Laser, ne? Ach, verdammt, ich dachte, das wäre eine Explosion. Ist es aber gar nicht. Das ist natürlich nicht ganz so gut. So, da haben wir den Job, eventuell. Hallo? Ich will in den Job. Darf ich? Danke. Jo, nehmen wir mal mit. Remote Detonator? Nee, nehmen wir doch nicht mit. Aber wir nehmen das Herz mit und wir nehmen Joker mit. Joker, ja, Joker ist natürlich auch eine nette Karte. Wir sind hier allerdings in der Marm-Ebene, gell?
Springen wir dich nochmal kurz. Ist das die Marm-Ebene? Ist nicht die Marm-Ebene. Dann könnten wir eigentlich nochmal zurücklaufen. Hier ist sowieso schon der Boss. Da das sowieso nicht die Marm-Ebene ist. Ach, egal. Monstro, Hyena, du solltest eigentlich relativ schnell sterben. Wenn du nicht gerade mal hüpfst und mir wehtust. Devil Room, Devil Doom, Devil Doom, Devil... Ja, Devil Room! Ein Tier-Sub, der Cube. Warum sind die Gegner drin? Nehme ich mit. Necromonicon ist auch ein schönes Item. Ja, Mutti, danke. Hi. Was ist das? Ich nehme es mit, was auch immer es ist. Schalt nicht, keep your friends close. Okay, was auch immer. Gut. Haben wir ein schönes Necromonicon. Finde ich ganz nett, so ein Necromonicon. Das macht Schaden. Macht das nicht sogar noch mehr Schaden, umso mehr Schaden man selber hat? Na, unser Schaden ist gar nicht so hoch, aber an sich schon ganz cool. So, ansonsten haben wir halt noch eine Joker-Karte, mit der wir zumindest bei Marm raus könnten, wenn wir wollten. Oder, wenn wir schnell genug sind, sogar aus dem Boss-Rush raus könnten. Ah, fuck you. Aua, das tut doch alles weh hier. Aber dafür müssen wir jetzt schon richtig schnell sein. Ja, und nicht so viele Leben verlieren vor allem. Hier ist auch kein Boss. Tja, Mutti. Sind wir wohl ein bisschen zu langsam für den Boss-Rush, hä? Das ist echt traurig. Und wir verlieren hier gerade ganz schön viele Leben schon wieder. Ja, eine halbe Minute, das kann ein bisschen knappi werden. Wenn ich das echt noch machen möchte. Bum, bum. Das Gute ist, wir kriegen halt Leben dazu durch Explosionen. Wir haben recht viele Bomben. Das heißt, wir könnten uns im Notfall immer noch heilen. Ja, 18 Sekunden ist hier der Boss. Nö. Na, dann kriegen wir das anscheinend nicht mehr hin. Nö. Jetzt sowieso nicht mehr. So. Guck mal, wie faul ich bin. Ich schieße nicht mal mit meinem Schlüsselschwert. Ich brauche es einfach nicht. Ich bin einfach ein Beyblade. Blub, blub. Da ist der Boss. Natürlich ist hier der Boss. Wieder ein paar Sekunden zu langsam. Oh. Das nehme ich einfach mal. Ich mag das Item nämlich. Das ist eines meiner Lieblingstrinkets. Tack, tack. Range up. Entfestet, okay. Oh, wieso kriegen wir denn so viele Spinnen? Krass. Kommt das doch an, wie viele Kackhäufchen im Raum sind, oder was? Das wäre ja mal interessant. So, und tot. Easy peasy, wir nehmen wieder das Polaroid mit, weil das einfacher ist. Und hi. Ja, ist okay. Ist mir egal. Gib mir einfach deine Kohle und ich bin zufrieden. Ich gehe dann mal, ne? Tschüss. Tschüss. So, Curse of the Blind. Oh, unser Schild ist auch schwarz geworden. Geile Sache. Ach, wir müssen hier Sachen drücken. Knöpfe drücken kann ich. Das kann ich gut. So. Oh, ein Lebensupgrade. Das nehme ich doch gerne an. So, wollen wir jetzt schon zum Joker oder gleich erst? Das ist eine gute Frage, gell? Warte, mit dem Joker können wir doch sogar eine Ebene überspringen, oder? Aber erst in der nächsten Ebene. Bei Mutters Herz, glaube ich, können wir das, weil wir sowieso zum Megasatan müssen und dementsprechend Ebenen runter müssen. Können wir die nächste dann, glaube ich, überspringen. Wir verlieren hier gerade sehr viele Leben. Ich glaube, ich muss mich gleich mal ein paar Mal in die Luft springen, damit es mir wieder gut geht. Ich bin quasi ein IS-Typi. Die sprengen sich auch in die Luft, damit sie wieder leben können. Oder so. Solche Idioten. Erstmal gucken, ob das eine gute Pille ist. One makes you larger. Nee. Will ich nicht, dankeschön. Was haben wir hier? Okay, ein Herz, noch ein Herz. Infested. Bombsaki. Warum sehe ich nicht, was für Pillen ich schon hatte? Zurzeit. Wegen dem Confused. Ah, das kann das sein. Wegen Confused wahrscheinlich. Oh, okay, ja gut, das ist möglich. Das ist sehr gut möglich. Größer werden will ich ehrlich gesagt nicht. Würde einem das stärker machen, dann gerne. Aber so nicht so gerne. Dann lieber kleiner werden. Kleiner werden nicht süß und... Ich habe vergessen, dass ich die Leiter hatte. Ah. Mein Kopf. Ich laufe einfach zum Gegner. Ich wollte ihn knuddeln, aber er wollte sich nicht knuddeln lassen. Er hat mich lieber wehgetan. Das ist sehr gutes Deutsch auf jeden Fall. Oh ja, schießt mal ein bisschen.
Nein, 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 schieß. Schieß, schieß doch. Nicht das, das andere. Ja. Ah, danke. Oh, wir heilen uns hier. Wir heilen uns hier einfach hoch. Wir heilen uns hier hoch. Wir heilen uns hier hoch. Oh Gott. Okay, wir müssen nochmal zweimal schießen. Schieß. Soll schießen. Schieß doch. Ich will mich hochheilen. Danke. Nochmal. Noch einmal schießen. Komm schon. Danke schön. Jetzt habe ich dich wieder lieb. Sehr schön. Okay, das heißt, der Satan wird uns auch sehr viele Leben geben. Mit seiner dritten Form. Und die hier an sich auch. Ah, so viele Sachen, die einen Dingenschaden machen. Stomp-Schaden. Stompy, stomp, stomp. Das ist ganz schön. Die heilen uns alle. Das finde ich gut. Und im Notfall haben wir halt immer noch unsere Bomben. Wieso laufe ich eigentlich überall rein? Gerade zur Zeit. So ein bisschen. Ist eine gute Frage, gell? Plum. Plum. Money. Du explodierst, gell? Explodierst du? Explodierst du? Oh nein, wer von euch explodiert? Oh Gott, ich sterbe. Shit. Ich hätte mich hochheilen können an diese Explosionsfliege. Merke ich gerade. Bitte was Gutes. Ja! Oh, ich hätte... Ach, egal. Egal. Ich hätte erst beide einsetzen sollen. Dann hätte ich nämlich auf jeden Fall volle Leben gehabt. Aber wer braucht schon volle Leben? Schließlich haben wir Bomben. So, finde ich übrigens gerade ein bisschen schade, dass man unser Fragezeichen nicht mehr so gut sieht. Und auch, dass wir nicht mehr so schwarz sind. Finde ich auch ein bisschen schade. Naja, vielleicht haben wir eine Pigmentierstörung. So, noch mehr Bomben. Wir heilen uns mal kurz hoch. Was wir sogar gut machen können, ist, uns an diese Dinger hier ranzustellen, weil da kann auch immer mal ein rotes Herz drin sein. So, 18 Bomben haben wir noch. Okay, damit kann man auf jeden Fall was machen. Wir haben unseren Lieblingstwinket, das heißt, wir werden hier auch alle Scheißhaufen kaputt machen. Aua. Noch mehr Bomben, auch was Gutes. So, eventuell ist da was drin. Eventuell ist da was drin. Nö, na gut, dann. Hi, Daddy Body Buddy Butt. Something, something icky bist du, ne? Ich glaub schon. Ich glaube, du warst something icky. So, da bist du tot. Und Spoon, ein Speed-Up. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir sogar den Teufel damit irgendwie mit Joker auslassen? Egal. Wir machen einfach mal diese Ebene auslassen, was nicht geht. Nehmen wir mit. Es nimmt Schaden ab. Warum nicht, sag ich da immer. Warum nicht? Alles klar. Oh. Wir haben aber gerade schon volle Leben, gell? Jetzt nicht mehr. Dann schieß mal bitte einmal. Komm, komm. Ich weiß, du kannst es. Vielen Dank. Ah. So, 4 Leben ist allerdings nicht viel. Vor allem nicht für den Mega-Satan, der ja auch nochmal ein ganzes Leben abzieht. Holy shit, bist du schnell. Holy, die sind ja richtig schnell. Jo. Ein bisschen viel zu schnell. So, relax, okay. Ist eigentlich perfekt mit unserem Trinket. Gut. Naja, immerhin haben wir 18 Bomben. Ah. Ich sterbe hier gleich noch. Hätten wir nicht dieses Pyromaniac... doch, Pyromaniac? Ist das Pyromaniac? Nee, Pyromaniac war was anderes. Oder? Oh Gott, ich bin verwirrt. So. Guck mal, das ist wenigstens ein blauer Stein. Den können wir gleich mal aufsprengen und uns dabei noch ein Leben geben. Wenn ich nicht so blöd wäre, um neben einer Bombe zu stehen. Okay, ganz viele Batteries. Batteries sind auch interessant. Zack. Rote Herzen wären schön. Beziehungsweise blaue Herzen wären noch schöner. Danke. Irgendwo ein blauer Stein hier in der Nähe. Da vielleicht. Ich dachte, ich hätte einen gesehen. So, hier vielleicht irgendwo ein blauer Stein. Wäre ja zur Abwechslung mal was ganz Nettes eigentlich, aber scheinbar nicht.
Der Spieler hat keine Lust mehr auf blaue Steine. Ein blauer Stein? Nö. Blauer Stein? Auch nicht. Keine blauen Steine für uns. Naja. Naja, naja. Dafür rote Herzen. Und nix. Und... Habe ich mit meinem Schlüsselschwert aufgemacht. Dafür habe ich es nämlich. Blub, blub. Noch mehr rote Herzen. Okay, also jetzt bräuchte ich eher... Ach, guck mal, der hat ein paar Pillen genommen. Ein paar One Makes You Larger Pillen. So. Jetzt hätte ich gerne ein paar blaue Herzen. Oder schwarze. Hätte jetzt was. Bringt das was mit unserem Teil hier? Fliegt das dann anders? Nö. Na dann. Kann einer von euch Explosionssachen spucken? Nö, okay. Schade aber auch. Da muss ich mich wohl gleich heilen. Da kann der Geheimraum sein. Ich gucke viel zu selten nach dem Geheimraum. Das ist voll doof. Ich muss wirklich mir mal angewöhnen, dass ich öfters nach einem Geheimraum suche. Okay, bitte tu mir nicht weh. Bitte nicht. Bitte tu mir nicht weh. Ich hab den Schild, also bitte lass mich in Ruhe. Und ich hab ein paar Bomben. Da oben ist ein... Da ist ein blauer Stein. Und wir heilen uns noch selber mit. Okay, geil. Oh, fliegen. Ja, wir können fliegen. Nice. Harold Lips. Guck mal, ich hab ein Necromonicon. Guck mal, das weiße Herz her. Okay, das würde ich dann gerne behalten, wenn es möglich ist. Hatten wir eben nicht noch vier Herzen? Wieso haben wir jetzt ein Herz weniger? Nee. Volle keine Verwirrung. Ach, man kann den Mega-Satan auf beiden Seiten machen. Ich glaube, Satan ist einfacher für uns als Isaac. Von daher gehen wir mal nach unten. Hä? Aber wir haben das Polaroid mitgenommen. Achso, aber das geht trotzdem, ne? Ja. Warte, kommen wir jetzt überhaupt zum Mega-Satan? Weil wir haben das Polaroid mitgenommen. Hä? Jetzt bin ich mega verwirrt. Müssen wir überhaupt zu... Ja, wir müssen bis zum Mega-Satan. Hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Satan in diesem Run wahrscheinlich einfacher. Aus dem einfachen Grund, dass er halt Stampfattacken hat. Und Stampfattacken uns heilen. Das ist der einzige Grund, warum ich zum Satan gehe. Ja, ja. Explodiert da noch irgendwas? Explodierst du? Nö. Na gut. Tolle Musik auf jeden Fall. Gegner! Alle tot. Gut, okay. Haben wir gerade noch so überlebt, Leute. Chillt, chillt. Wir haben das gerade noch überlebt. Das bringt uns gar nichts. Hallo, ihr Geister. Überall Geister. Solange ihr nicht rote Geister seid, ist das alles okay, wollte ich gerade sagen. Aber ihr trefft mich natürlich trotzdem. Gut. Hi, Satan. Satan, Satan, nananan. So, ich bleib hier einfach mal stehen. Upsala. Okay, hätte ich mich auch an seinen Fliegen einfach heilen können. Aber Satan ist halt echt einfach mit unserem Equipment. Wir müssen eigentlich nur diese eine... Ja. Diese eine Form besiegen und jetzt kann er uns gar nicht mehr vernichten. Egal, was wir machen. Ich mache einfach mal gar nichts. Ja. Und er ist auch schon tot. Sehr schön. So, wir müssen jetzt... Nein! Jetzt habe ich die Challenge nicht geschafft, gell? Ah. Okay, warum macht Edmund Macmillan eine verdammte Challenge, wo man selber wissen muss, wie weit man kommen muss, um die Sache zu schaffen, um die Challenge zu schaffen, gibt einem aber einen Weg, wo es nicht möglich ist, dahin zu kommen. Das ist ja bescheuert. Also eigentlich habe ich die Challenge geschafft. Das ist ja richtig dumm.
Hätte ich das negativ mitgenommen, dann wären wir jetzt... Dann hätten wir die Challenge noch geschafft. Hey, wie doof ist das denn? Okay, also die beiden Challenges mache ich dann anscheinend in den Stream. Vielleicht morgen. Nee, übermorgen. Samstag. Heute ist erst Donnerstag. Naja, gut. Bisschen blöd. Bisschen blöd programmiert, würde ich sagen, Edmund. War es in den anderen Challenges nicht so, dass das immer vorgegeben war, wo man lang gehen musste? Dann hätte er eigentlich bei Mom nur das Negativ da haben dürften, etc. Beziehungsweise halt nur einen Weg offenlegen dürfen, je nachdem, was man eingesammelt hat, damit man auch zum Megasaaten kommt. Ja, gut, das ist ja jetzt doof. Naja, ich hoffe, dieser Part hat euch dann trotzdem gefallen. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich dann auch wieder freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet bei einer normalen Run. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Oh, Judas, das kann ich auch nochmal machen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.